herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Jetzt in der Vorweihnachtszeit möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie vorarbeiten können, damit Sie an den Feiertagen tolles Essen auf den Tisch bringen und eben nicht früh aufstehen müssen um 7 und schon in der Küche stehen müssen. Ich habe mich dazu entschieden, Ihnen heute zu zeigen, wie Sie Rouladen machen können, denn diese Rinderrouladen werden eigentlich nur besser dadurch, dass man sie einmal aufwärmt. Und verlieren nicht an Qualität. Im Vergleich ein Schweinebraten oder eine Ente oder eine Gans, die müssen Sie frisch braten, damit Sie einen richtigen Genuss haben. Bei Rouladen oder generell bei Rindfleisch ist das nicht der Fall. Ich habe hier 10 Rouladen eingekauft für Sie. Das beste Rouladenfleisch ist die Oberschale. Und Sie werden jetzt sagen, boah, 10 Rouladen, aber denken Sie sich nichts dabei. Wenn Sie für die Feiertage sich die Arbeit mal machen, dann können Sie auf jeden Fall auch 10 Rouladen gut gebrauchen. Sie sind aus der Oberschale, sind hauchdünn geschnitten und ich werde sie jetzt hier mal auflegen. Fleisch lege ich ungern direkt aufs Holzbrett, darum habe ich mir hier die Back- oder diese Schneideunterlagen, die sie aus Kunststoff vorbereitet. Ich lege die Rouladen schön flach auf, nutze dann auch noch die Edelstahlablage vom Becken dazu. Weitere Zutaten, die Sie für unsere klassischen Rinderrouladen brauchen, ist Salz und Pfeffer. Das heißt, Sie übersalzen und pfeffern die Rouladen. Und Sie sehen schon, wenn man die gut aufgelegt hat, wenn man sich den Platz einmal geschaffen hat, dann kann man eben gut in Serie arbeiten und dann ist es egal, ob Sie 2, 4, 6, 8 oder 10 Rouladen machen. Weiterhin, klassisch gehört dazu Senf. Ich nehme ihn hier gleich praktisch aus dem großen Schlauch, wo ich ihn gut draufdrücken kann. Das kann man ganz gut mit einem Löffel oder Teigschaber verstreichen, den Senf. Weitere Zutaten ist die Gewürzgurke, ist der Schinken und dann brauchen wir noch eine geschnittene oder 2 geschnittene Zwiebeln in dem Fall und Petersilie, die vorher kurz angedünstet werden, denn die Zwiebel würde innen drinnen nicht weich werden und so legt sie sich schöner rein und kann sich auch durch das vorher Andünsten bekommt sie noch ein bisschen einen Röstgeschmack und kann Ihre Rouladen dadurch noch mal verfeinern. Und Sie sehen, es kommt jetzt hier nicht auf Genauigkeit an, denn durchs Anbraten später wird sowieso der Senf gleichmäßig verteilt. Ich habe hier die Zwiebel geschnitten, ich habe Petersilie vorbereitet. Ich gehe jetzt ganz kurz an den Herd und brate sie an. So, den Schinken verteilen Sie jetzt über den Rouladen. Teile ihn schön auf. Schinken gibt einfach nochmal diesen herzhaften Räuchergeschmack, der da mit drinnen ist. Und ist einfach eine ganz tolle Kombination mit dem Senf und mit den Zwiebeln. Das macht es wirklich zu einem herzhaften Essen. Ja, mittlerweile sind die Zwiebeln angedünstet. Ich verteile die Zwiebeln drauf. Sie kennen mein Lieblingsarbeitsgerät mittlerweile. Den Teigschaber, der hilft einem, dass man wirklich alles rausbekommt. So, dann ist die Pfanne sauber wieder. Und jetzt fehlt noch die letzte klassische Zutat, die Gewürzgurke. Mir sind die ein bisschen groß. Ich halbiere die Gurke, lege überall eine halbe Gurke mit drauf. Und dann geht es schon ans Rollen der Rouladen. Ich benutze dazu sehr gerne die Edelstahlspieße, denn die können Sie hinterher sehr gut wieder entfernen. Bei den Holzspießen hat man oft mal das Problem, dass vielleicht der Spieß abbricht beim Stechen und dass man dann den Spieß nicht ganz entfernen kann und dass man dann Gefahr läuft, dass jemand den Holzspieß am Teller hat und vielleicht mit isst und sich dran verschluckt. Die Edelstahlspieße kann man gut mit der Gabel dann einstechen und kann sie auf einmal rausziehen und das geht wunderbar. So, ich fange hier an, hole mir die Gurke auf die Seite und fange hier an zu rollen. Wenn Sie keine so schön geschnittenen Rouladen haben, dann können Sie an der Seite hier einklappen
damit es hinterher keine Fasern gibt, die weghängen. Besonders wenn man die Rouladen ja dann nochmal aufwärmen möchte, ist es wichtig, dass sie ja, nicht abfasern außen, dass man beim Aufwärmen nicht so viel verliert. So hätte man dann das Päckchen idealerweise mit einer Klammer gehalten oder mit einem Spieß. Und so können sie zuarbeiten und können ihre 10 Rouladen oder wie viel sie machen möchten, der Reihe nach rollen. Ja, wenn die Rouladen gerollt sind, wie geht es dann weiter? Ich mache sie im Schnellkochtopf, denn Rindfleisch dauert ja immer relativ lange, wenn sie es kochen. Von daher brate ich es an. Wenn sie die große Menge jetzt haben, dann brate ich erst 5 an, nehme sie raus, brate die nächsten 5 an, lege die ersten wieder oben drauf und am Schluss wird aufgegossen, kommt der Deckel drauf. Und dann brauchen die Rouladen ungefähr 20 Minuten im Schnellkochtopf auf der Stufe 2. Ja, wir haben bei uns im Landkreis mittlerweile sehr viele Anbieter, die Rindfleisch ab Hof verkaufen und die jetzt vor Weihnachten auch nochmal alle Aktionen haben, wo Rinder geschlachtet werden, wo man sich Pakete kaufen kann, wo verschiedene Sachen drinnen sind vom Rind, denn es ist auch immer wichtig, nicht nur Steak und Roulade zu essen, sondern es gibt ja auch tolle Sachen wie Beinscheiben. Kennt ihr vielleicht aus dem Italienischen, da heißt es Ossobuco und dann ist es gleich ein Gourmet-Essen. Aber auch die Suppenknochen oder das Suppenfleisch angereichert, serviert mit unserem heimischen Krähen, ist einfach ein Gedicht. Und da können Sie mittlerweile sehr viele Anbieter bei uns im Landkreis finden, die jetzt vor Weihnachten nochmal so Rindfleischpakete auf den Markt bringen. Da sind Sie immer auf der guten Seite oder auf der sicheren Seite und haben ein tolles Essen, das Sie dann auf den Tisch bringen. So, jetzt sind wir hier am Herd. Ich habe den Schnellkochtopf vorbereitet, habe schon einen Löffel vom raffinierten Rapsöl rein, das können Sie sehr hoch erhitzen. Und habe die Rouladen und rolle die jetzt einzeln im Mehl und gebe sie dann rein und brate sie an. Das Mehl bewirkt hinterher, dass die Soße eine gute Bindung hat und Sie eigentlich fast gar nichts mehr machen müssen dran. Geben Sie Ihr Mehl immer in den Suppenteller, da können Sie die Rouladen schön drehen von allen Seiten. Wie gesagt, ich gebe jetzt erstmal 5 rein, brate sie von allen Seiten an, nehme sie heraus und brate dann die nächsten 5 an. Dann kommen die ersten wieder oben drauf. Wir gießen Wasser an, verschließen den Dampfdrucktopf und lassen sie dann auf Stufe 2 20 Minuten garen. Und wenn sie reihum angebraten sind, nehme ich die erste Portion raus. Ich werde noch ein bisschen Öl nachgießen müssen, da war ich wieder zu sparsam. Und was ich Ihnen da auch empfehlen kann, ist immer so eine Fleischgabel, dass man die mit benutzt. Denn da können Sie das Fleisch gut anpacken und gut drehen auch. So, mir reicht es schon. Stufe 2 heißt beim Schnellkochtopf, dass hier 2 Ringe herausschauen. Wenn Sie sehen, kommt ein roter Ring, ein zweiter roter Ring. Da ist ein Temperaturunterschied drinnen. Das eine nennt sich auch Schongarn, das andere ist Starkgarn. Da haben Sie also Temperaturen von knapp 130 Grad dann drinnen. Und das bewirkt einfach, dass die Rouladen sehr schnell gar werden. Sie sehen es vielleicht, dass ich einen sehr alten Schnellkochtopf habe. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Sie sich einmal einen ordentlichen gekauft haben, dann können Sie den Ihr Leben lang haben. Sie müssen nur aufpassen, in letzter Zeit sind ja immer mehr Herde, Induktionsherde, die bei uns verkauft werden, dass der Schnellkochtopf dann auch auf der Induktion funktioniert. Wichtig ist auch, diese Gummis da innen drinnen, dass Sie da eine Marke wählen, wo man den Gummi auch immer wieder nachkaufen kann, denn der macht ja den Topf dicht. So, und hier haben wir schon den köstlichen Duft gesehen. Es dampft und ich werde jetzt mal ein bisschen den Dunstabzug anmachen. Und wenn Sie den ganzen Dampf hier sehen, dann freuen Sie sich vielleicht auch mit meinen Gedanken darüber,
dass man sowas einfach am Tag vorher oder 2-3 Tage vor den Feiertagen macht, dass man eben am Heiligabend oder an den Feiertagen diesen Ambratdunst nicht mehr in der Küche hat, sondern einfach nur ein Essen noch gut warm macht und genießen kann, ohne dass man, ja, wie hier steht, ich sage immer, man riecht dann selber wie eine Roulade, wenn man sie angebraten hat. Und das möchte man ja an den Feiertagen eigentlich nicht. Schade, dass wir noch keine Duftvideos entwickelt haben. Das ist ein wunderbarer Duft, der hier aufsteigt. Sie können sich, denke ich, auch vorstellen mit der schönen Kruste, die wir jetzt hier haben. Nochmal drehen. Und während die Unterseite noch anbrät, können Sie die erst angebratenen Rouladen schon wieder oben drauf legen. Und Sie sehen, die Rouladen haben alle Platz in unserem Topf. Jetzt habe ich gleich das Wasser hier in mein Gefäß zum Aufgießen. Achtung, Tisch. Die Rouladen müssen nicht ganz bedeckt sein. Es reicht, wenn sie knapp bedeckt sind. Oder wenn oben die Hälfte noch rausschaut. Denn sie dezimieren sich ja, sie ziehen sich ja zusammen. Und wir garen im Dampfdrucktopf ja im Dampf komplett. Es geht ja nichts raus, also ob die jetzt mit Soße bedeckt sind oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist besser, wenn sie nicht, wenn sie aufpassen, dass sie ihren Topf nicht überfüllen. Denn dann kann es sein, dass ihnen der Dampf oben rausgeht. Jetzt verschließe ich meinen Topf. Sie haben meistens am Topf eine Markierung und am Griff eine Markierung. Mach zu. Wir erhitzen das jetzt, bis die zweite Stufe kommt. Dann reduziere ich die Hitze, damit es eben nicht überdampft. Und dann muss es 20 Minuten auf dieser zweiten Stufe stehen. Und dann können Sie den Topf zur Seite stellen und entweder warten, dass er von selber abdampft. Das heißt, wenn die Temperatur nachlässt, geht auch der Druck zurück. Irgendwann können Sie den Topf dann öffnen. Wenn Sie es ganz eilig haben, können Sie ihn auch ins Becken stellen, kaltes Wasser drüber laufen lassen und können dann den Topf öffnen. Man muss da vorsichtig noch ein bisschen am Ventil ziehen. Ich suche meine Gabel da. Man kann hier, auch da ist die Gabel wieder praktisch, dann am Ventil ausprobieren, ob schon soweit ist, dass der Dampf weg ist. Und dann können Sie aufmachen. Machen Sie den Topf niemals mit Gewalt auf. Wenn er sich nicht öffnen lässt, dann ist anscheinend noch Druck drinnen. Da laufen Sie Gefahr, dass oben was rauskommt, was rausspritzt auf einmal und Sie sich verbrühen. So, unsere 20 Minuten Garzeit sind rum. Ich habe den Topf zur Seite genommen. Er hat sich auch, das Ventil ist wieder verschwunden. Sie können zur Sicherheit, kann man hier nochmal ziehen. Es zischt nicht, das heißt, der Druck ist weg. Und der Topf müsste sich jetzt ganz leicht lösen lassen oder öffnen lassen. Ich mache ihn auf und Sie sehen, besser gesagt, ich sehe es, Sie sehen es nicht. Wir haben hier unsere ganz wunderbaren Rouladen, butterweich, die jetzt alle fertig sind. Ich gebe die Rouladen raus. Ich gebe sie hier in so eine Auflaufform, die ich dafür habe. Ich mag die sehr gern. Sie können natürlich auch eine andere Auflaufform nehmen. Ich mag die sehr gern, weil ich die dann auch in den Ofen stellen kann. Die passen sehr gut in meinen Kühlschrank mit rein. Und so könnten Sie jetzt Ihre Rouladen für den Festtag vorbereiten. Wir machen hier noch die Soße fertig im Topf. Das heißt, ich koche die Soße nochmal auf, rühre etwas Speisestärke an. Immer darauf achten bei der Speisestärke, dass Sie es im kalten Wasser anrühren. Dann lasse ich sie ins Kochende einlaufen, koche alles nochmal auf, schmecke dann ab und dann habe ich auch die Soße dazu. Und jetzt wollte ich Ihnen nochmal den Vorteil von diesen Metallspießen zeigen. Denn auch hier kann ich jetzt wieder, Sie sehen es, mit meiner Gabel einfach hin und ziehe an. Und es lässt sich ganz leicht herausziehen, ohne dass ich das heiße Fleisch anfassen muss. So, jetzt dicken wir noch unsere Soße an. Ich habe hier kaltes Wasser in meinem Becher, gebe Stärkemehl dazu. Auch da kann ich Ihnen natürlich wieder keine genaue Mengenangabe geben, denn es kommt darauf an, wie viel Soße Sie in Ihrem Topf haben, wie viel Soße Sie haben möchten. Und
wie dick Sie Ihre Soße haben möchten. Wichtig ist, dass Sie die Stärke im kalten Wasser auflösen. Ist wie beim Puddingpulver. Kalt auflösen und dann ins Kochende einrühren. Nochmal richtig aufkochen lassen. Sie müssen darauf achten, dass es richtig aufkocht, denn erst beim Aufkochen verliert die Stärke ihren Stärkegeschmack und wird neutral vom Geschmack her, sodass es nicht mehr nach Stärke oder Mehl schmeckt. Sie können mit Stärke immer die Konsistenz Ihrer Soße beeinflussen, ob Sie es dicker haben möchten, ob Sie es weniger dick haben möchten. Sie müssen nur wissen, wenn Sie Stärke sehr, sehr, sehr lange kochen, also immer wieder kochen, dann verliert sie auch an Bindekraft, die Bindung lässt nach. Und Sie bekommen eine dünnere Soße oder Sie müssten eventuell mit Stärke noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja, Stärke wird bei uns oft aus Kartoffeln gewonnen. Haben Sie auch wieder ein heimisches Produkt, das Sie mit unterstützen. Daher ist es egal, ob Sie die feine Speisestärke nehmen oder ob Sie auch das Kartoffelmehl nehmen. Wichtig ist einmal richtig aufkochen. Und wenn Sie jetzt sehen, kommt hier eine schöne dickflüssige Soße. Schmeckt mir schon hervorragend. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Nachkochen der Rouladen und wünsche Ihnen eine gute Zeit und einen guten Appetit. Wow!